Zum einen, es wurde viel geschrieben und philosophiert, wie geht es denn mit dem Palaner Festzelt, mit dem Inzerer Fendl weiter. Morgen, herzlich willkommen. Und zum anderen gab es dann noch eine interessante Spekulation. Und wir wollen heute einfach gemeinsam ein paar Dinge klarstellen. Wir als Brauerei mit unseren Partnern Arabella und Peter Pongratz. Zum einen, wie ist die Zukunft des Palaner Festzeltes? Was ändert sich, was ändert sich nicht? Und vorneweg schicken möchte ich gerne eines. Es ehrt mich sehr, dass man mir zutraut, Wissenwirt zu werden. Also vielen herzlichen Dank auch für die doch sehr hohe Positionierung. Vielleicht kommt es daher, dass ich mal einige Jahre als Kellner auf der Wiesn gearbeitet habe. Ich darf das einmal bitte ausschließen. Und zwar würde ich auch darum bitten, also wenn ihr was schreibt, wäre mir das ganz recht, wenn man es bitte so auch mit aufnimmt. Denn man kann sich vorstellen, es gibt auch mir gegenüber zig Fragen, ja, wer da jetzt wissen wird und wer das nicht und auch aus Kundenseite. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ehrt mich, vielen herzlichen Dank dafür. Ich bin aber mit Leib und Seele Geschäftsführer in unserer schönen Brauerei, bin da für die Gastronomie zuständig und natürlich dann indirekt auch, klar, Wiesn ist in meinem Ressort, aber ich werde also nicht Wiesnwirt werden. Darum bitte ich um eine Klarstellung, das wäre ganz recht, aber nochmal herzlichen Dank, dass ihr sagt, Mensch, dem Drama das zu, der kann das machen und das ist doch schon mal ganz schön. Weiter möchte ich vorausschicken, deswegen sind auch Arabella und Peter Pongratz natürlich da und der neue Küchenchef Tobias Bosch, den ich auch schon mal herzlich begrüße. Es ist auch da viel spekuliert worden, ich sage das ganz klar von Brauereiseite, es gibt einen bestehenden Vertrag. Dieser Vertrag hat noch 4 Jahre Laufzeit, der ist mit Arabella und Peter Pongratz geschlossen. Im Übrigen besteht die Zusammenarbeit in gleicher Konstellation seit rund 15 Jahren und daran wird sich jetzt auch nichts ändern. Von unserer Seite nicht und ich denke von eurer Seite auch nicht. Und das war uns jetzt einfach mal wichtig, von Anfang an klarzustellen, wie ist die Situation. Ich verstehe es, habe auch vollstes Verständnis, dass man sagt, was passiert denn und so weiter und so fort. Es soll aber heute auch nicht über irgendwelche privaten Themen in der Familie Pongratz gesprochen oder spekuliert werden, sondern wir wollen einfach eine Klarheit setzen, dass es einen Vertrag gibt, dass es euch als Vertragspartner gibt. Und zwar sind beide im Vertrag drin, schon immer gewesen. Und daran ist jetzt momentan auch nichts zu rütteln. So viel von meiner Seite. Danke fürs Kommen. So, bitteschön. Peter, magst du noch? Ja, du hast eigentlich jetzt alles gesagt, was zu sagen war. Es war eigentlich alles enthalten, was ich auch sagen wollte. Aber jetzt haben wir ja die Gelegenheit, dass Sie an uns Fragen stellen, die vielleicht für Sie wichtig sind. Oder beziehungsweise, was heißt wichtig? So wichtig sind wir ja wieder nicht. Es geht jetzt darum vielleicht, dass man alles klärt, was zu klären ist. Und nicht, dass man halt wieder Sachen lesen, die halt einfach dann überhaupt nicht zutreffen und die einem kalt den Rücken runterlaufen lassen und wo man sich dann denkt, ach, Gott, das kann man nicht was. Also, wir stehen Gewehr bei Fuß. Wenn Sie Fragen haben, wir sind da. Herr Bosch ist da, als Küchenchef. Fragen Sie einfach. Was ändert sich beim Küchenchef? Ja, der Herr Keitel hat ist jetzt weggegangen. Der Herr Bosch übernimmt seine Position. Der Bosch war stellvertretender Küchenchef. Oder macht selber, ja. Das macht der Juli 2015 auf den Lockerberg gekommen, weil er bisher zugemacht hat und der Pächterwechsel war. War 15 und 16 auch schon mal auf der Wiesn, war einer von den stellvertretenden Küchenleitern da. Es sind 90 Leute in der Küche und das ist ein sehr gutes Team, das bleibt größtenteils sowieso bestehen. Und die Wiesnküche Winzerer ist eine der besten auf der ganzen Wiesn. Und wir wollen die Tradition hier einfach weiterführen. Und jetzt sind die Leute zufrieden, alle können kommen in das Zelt, ganz normal. Und uns ist ganz wichtig, dass wir ein bisschen unständig sind, dass wir ein bisschen größer werden, zum Beispiel beim Brotzeitbrett, und dass wir unter Grünwalder Einkehrer ein bisschen mit mehr einbringen in das Ganze. Und das ist jetzt das neue Haupthaus, das Teil. Gibt es jetzt mal eine Pressekonferenz, wenn sich eigentlich nichts ändert?
Ja, ich meine, für das haben wir mal eine Brotzeit hergekriegt, oder? Dass wir mal nicht zusammenkommen und dass ihr am Freitagvormittag was zum Essen kriegt. Ja, bei uns geht es natürlich darum, dass halt einfach alle Fragen aus dem Weg geräumt werden. Dass halt einfach, das ist halt alles so schwierig gewesen, dass man halt einfach sagt, jetzt kann gefragt werden, wir sind das beste Team der Wiesn, sage ich zu uns zwei immer. Nein, es bleibt alles. Also, mein Küchenchef ist ja. Das ist schon mal was. Ja, ich glaube, das ist schon was Neues. Sagst du was, ist nichts, sagst nichts, ist auch nichts. Vielen Dank. Und was Besseres für uns zwei gibt es ja nicht auf der Wiesn. Also, das wollen wir schon mal feststellen.